The Berlin Wall was the ultimate symbol of the decades-long Cold War division between the communist Soviet bloc and the West. In the years after the Berlin Wall was symbolically knocked down in 1989, starting the path to German reunification, most of the wall was demolished. At least, that's what everyone thought. Also seit meiner Kindheit interessiere ich mich für Geschichte und auch alles, was alt ist. Alte Bauteile, alte Gegenstände und ähnliches. Die alten Bauteile sind mir sofort aufgefallen. Mir fallen an sämtlichen Örtlichkeiten viele Sachen auf, die anderen nicht auffallen. Christian Bormanns Friends call him the German Indiana Jones. Scheiße, der ist so nicht zu finden. He spends much of his free time exploring his neighborhood in northeast Berlin. Christian has found everything, from 19th century glass bottles to World War II era bunkers. But recently, he announced through a post on his blog that he'd found something with major historical significance. A 300-foot stretch of the original Berlin Wall. Ganz klassisch für die Berliner Mauer 1 ist die Einbeziehung von verschiedenen historischen, schon vorhandenen Sachen. Wir sehen hier Außenmauern von Kleinhäusern, Wohnhäusern, Gewerbehäusern. For Christian, who grew up in isolated East Berlin, the find meant a lot to him personally. Als Kind habe ich den Teil von Ost-Berlin als sehr kleine, eingeschlossene Gemeinde empfunden, wie ein kleines Dorf praktisch. Mit dem Fall der Mauer ist genau das Gegenteil eingeklärt. Aus dieser kleinen, in sich geschlossenen Gemeinde, was sie ja nicht wirklich war, so stellte sich für mich als Kind, aber da wurde das komplette Gegenteil ein kultureller Schmelztiegel. This is potentially the last undiscovered section of the original Berlin Wall. Diese Menschenfanganlage mit dem Drahtstern drauf, mit der Signalanlage, der Leitersprosse, allem drum und dran, ist absolut erhaltenswert und einzigartig auf der Welt. Um zu merken, dass es hier ein historisch wichtiger Ort ist, müssen wir diesen Ort erkennen. Christian actually found the wall in 1999, but chose to keep it a secret. The graffiti-covered brick structure apparently didn't attract anyone else's attention, despite the fact that it's visible from a train line nearby. Zu einem ist das Grundstück jetzt einsehbar im Winter. Im Sommer sehen Sie keine 3 Meter weit. Es ist alles grün und die üblichen Lost Place-Touristen, die hierher kommen, die schauen sich den Untergrund an. Sie haben hier überall unterirdische Zugänge. Da guckt gar keiner hoch. What Christian believes he uncovered was essentially a part of the Berlin Wall 1.0. Built in the early 60s and mostly made of bricks and barbed wire. Later, construction of the wall was much larger and made of concrete. While official records suggested this older stretch had been demolished, Christian says these city maps indicate otherwise. Hier kam es zu einer baulichen Besonderheit. Hier ist auf dem lila Streifen ist Mauer 1 stehen geblieben. Es gab keinen Grund, im rückwärtigen Sperrland die Mauer zu entfernen. Since Christian disclosed the wall's location, it's become an attraction of sorts for curious locals. But now he's working on getting it officially recognized as a piece of the original wall by Berlin's local government. Also für die Gesellschaft ist es sehr wichtig, für die jungen Menschen ist es wichtig, dass sie nicht nur Bücher haben, die man ihnen vor die Nase legt, sie müssen etwas zum Anfassen haben. Sie müssen schauen, anfassen, riechen, fühlen, dann bekommen sie Geschichte auch mit.